Ich will ein geheimes Zimmer bauen. Der Boden ist Lava. Was machen wir jetzt? Ich habe einen tollen Plan. Lass uns ein geheimes Schloss bauen. Wie soll das gehen? Ich habe mir schon etwas überlegt und mir einen hängenden Geheimraum ausgedacht. Los, komm mit. Ich fange an. Ich mach das. Ups. So wird das nichts. So macht man das. Wahnsinn. Vergiss den Helm nicht. Hab ihn. Lass uns anfangen. Ups. Werkzeug. Schutzbrille. Anthony und Carrie sind startklar. Wir müssen einen genauen Plan ausarbeiten. Gute Idee. Was für ein cooles Ding. Es misst dein Bizeps. Nein, dafür ist es nicht gedacht. Gib mir die Säge. Ich will helfen. Carrie, sieh mal, das brauchen wir. Eine Nagelfeile? Ist das dein Ernst? Eine Säge. Erledigt. Und ich habe ein Herz ausgeschnitten. Oh, Carrie, das war doch unser Plan. Ich habe einen Bohrer. Soll ich helfen? Sehr gut, Sis. Lass uns den Rahmen zusammenbauen. Was ist das? Das wirst du gleich sehen. Ich werde den ganzen Überschuss absägen. Mal sehen. Ja, super. Bro, das ist für dich. Wow, was für ein tolles Geschenk. Das ist mein Traumbohrer. Damit kann man ein Loch für Seile machen. Wow. Ich nehme das Seil und mache einen Knoten. Oh, wow. Bereit? Lass uns den Boden testen. Wir haben es geschafft. Wow. Das ist sogar noch besser als eine Schaukel. Ups, ich habe ein Kissen fallen lassen. Bye. Anthony, wir brauchen ein Geländer. Stimmt. Wir brauchen eine schönere Wand. Während Anthony einen Zaun baut, werde ich einen Regenbogen malen. Ich muss nur noch die Klebebandstreifen entfernen. Tada! Ich bin fertig. Carrie, gib mir den Bohrer. Wow! Lass mich das machen. Diese Seite ist sicher. Lass uns weitermachen. Geschafft! Ich habe ein Seil gefunden. Das können wir gut gebrauchen. Kein Kissen wird mehr runterfallen. Wow. Es fängt an zu regnen.
Anthony, wir müssen uns schützen. Ich weiß, wir brauchen ein Dach. Jetzt sind wir geschützt. Wir sind mit dem Bauen fertig. Lass uns mit dem Streichen weitermachen. Ich habe Pinsel. Wir nehmen grün. Rosa. Rosa. Grün. Was? Warum ist überall grün? Das ist so entspannt. Na gut. Ich habe es dir doch gesagt. Ich habe Garn gefunden, um die Seiten zu verzieren. Falsche Farbe. Wie gemein. Warum mag sie kein Grün? Kumpel, bleib hier. Ich werde hier schlafen. Vergiss es. Mir reicht's. Leg die Säge weg. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich werde oben wohnen. Oh, ein Splitter. Ich brauche Schleifpapier. Wir brauchen eine weiche Unterlage. Keine Splitter mehr. Eine Hängeleiter ist das bequemste Mittel, um nach oben zu kommen. Gib her. Danke. Es ist schön fest. Jetzt ist es Zeit für das Dach. Ein paar Schrauben. Und deine Mutter. Das Dach ist fertig. Au, nicht übel. Mein Boden ist genauso gut. Mein weißes Hemd. Ups. Hey. Sorry, Anthony. Ich kümmere mich darum. Das steht dir echt gut. Yeah. Danke. Mir gefällt's auch. Ich weiß, wie ich ihr eine Freude machen kann. Sie braucht eine Matratze. Hier, deine Lieblingsfarbe. Danke. Ich bin gleich fertig. Bro, kannst du mir etwas Tö besorgen? Klar. Ich hoffe, es sieht niemand. Ah, hier ist es. Ich schulde dir was. Sieh mal, wie schön es ist. Eine kuschelige Decke und ein paar Kissen werden meinen Raum schöner machen. Und ich brauche weiche Handtücher. Ein Sternenhimmel, in dem ich mir etwas wünschen kann. Außerdem brauche ich Pflanzen und eine Lampe. Das sieht super aus. Sehr gut. Ich glaube, mein Bett könnte auch kuscheliger sein. Anthony, kannst du mir helfen? Ich will eine Kerze anzünden. Anthony! Ich kann jetzt nicht. Später vielleicht. Oh Mann. Carrie, willst du mein Regal sehen? Carrie, sie kann mich nicht hören. Hä?
Aber ich habe eine Idee. Carrie, hörst du mich? Anthony? Funkcheck. Ich habe ein neues Kommunikationsgerät erfunden. Wie cool. Darum kümmere ich mich später. Ich verbinde die Batterie mit Klebeband. Kürze ein Kabel. Und schweife ein bisschen. Und fertig ist deine Lichtanlage. Gute Idee. Ich schalte meine Lampe ein. Ich schaue mal auf meiner To-Do-Liste für heute nach. Das Zimmer sauber machen. Hier ist eine Idee. Ich schneide ein Loch in ein Pop-It. Und steck meine To-Do-Liste hinein. Punkt 1. Pflanzen gießen. Erledigt. Und ich mache aus Strickrahmen etwas Süßes. Ich male ihn rosa an. Und flechte einen Traumfänger. Dann gebe ich ein paar Federn dazu. Damit meine Träume süß werden. Ich hoffe, mein Training hat sich gelohnt. Anthony, kannst du das auch? Was? Als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Ich würde mir lieber einen richtigen Hängemattestuhl bauen. Ich befestige meinen Hula-Hoop-Reifen. Sei nicht neidisch. It's showtime! Wow, ob ich das auch hinbekomme? Sieht doch gar nicht so schwer aus. Ich werde es erst wissen, wenn ich es probiert habe. Oh, bei ihr sah es so einfach aus. Meine Karte! Die Lava hat sie verschluckt. Leute, könnt ihr euch an die Zahlen auf der Karte erinnern? Kommentiert sie unten. Danke! Ich bin am Verhungern. Anthony hat Hunger. Ich werde eine Pizza bestellen. Ist das unsere Lieferung? Wow, so schnell. Hey, hier ist dein Essen. Guten Appetit. Wow, ich liebe Pizza. Danke. Und kein Streit mehr.